Ich befinde mich in einem 315 Kurzheckbagger, ausgerüstet mit Verstellauslege und Schwenklöffel. Und durch eine kleine Demonstration möchte ich Ihnen zeigen, unsere Technologie, was ab Werk erhältlich ist, wie das mir oder dem Fahrer helfen kann, um effizienter oder auch sicherer und genauer zu arbeiten. Ist eine Kompaktmaschine, arbeitet immer in engen Räumen, gut geeignet für enge Räume arbeiten. Am Anfang, kurz wenn ich zum Beispiel unter Brücken arbeite, aus Sicherheitsgründen unter Oberleitung arbeite, kann ich mit dieser Technologie ein E-Fence sozusagen, wir nennen das E-Fence, Obergrenzen und Untergrenzen links, rechts, nach vorn, also meine Reichweite begrenzen. Das werde ich kurz tun, und zwar meine Obergrenze. Ich habe zwei Möglichkeiten. Wenn ich weiß, wie hoch das Objekt ist, kann ich direkt eine Meterzahl eingeben oder ich gehe mit meinem Ausleger so nah ran, wie ich darf oder sicher bin. Das werde ich tun, gehe dahin und dann werde ich die Obergrenze aktivieren. Aktiviere Obergrenze. Das bedeutet jetzt, für mich als Fahrer muss mich nicht so oft konzentrieren, dass ich zum Beispiel die Oberleitung zu nah rangehe. Wenn ich jetzt Ausleger betätige, die Maschine erlaubt mir nicht höher zu gehen wie meine Einstellung. Dasselbe kann ich tun, zum Beispiel weiß ich, möchte hier zum Beispiel einen Graben ziehen. Wenn ich weiß, ich habe eine Leitung, ich habe einen Graben, den ich hier möchte, graben möchte 70 cm tief. Und ich weiß, ich habe eine Leitung 80 cm tief. Um die nicht zu beschädigen, kann ich eine Grunduntergrenze einstellen. Zum Beispiel 70 cm wird mein Graben sein. Und ja, plus minus, ich sag mal, um sicher zu gehen, vielleicht 10, 20 cm die Untergrenze einzustellen. Für Demonstrationszwecken werde ich einfach nur eine Untergrenze jetzt einstellen. Untergrenze. Okay. Was bedeutet das für den Fahrer? Ich habe meine Obergrenze und auch meine Untergrenze. Und die Maschine erlaubt mir nicht, tiefer zu gehen. Und somit ist meine Leitung, die im Untergrund ist, sicher. Und auch ich als Fahrer muss mich nicht so sehr konzentrieren. Ich werde die Untergrenze ausschalten. Okay, wir haben keine Leitung. Und werde mein Grade Control aktivieren. Das bedeutet, ich möchte einen Graben ziehen, 70 cm tief. Was ich dazu benötige, ist als erstes ein Referenzpunkt. Das bedeutet, mein Vermesser hat mir einen Flock eingeschlagen. Oberkante Flock, 70 cm tief soll mein Graben sein. Das habe ich hier schon eingegeben, 70 cm. Ich kann das auch verschiedene Tiefen eingeben und hier einfach abrufen. Oder direkt im Display im Menü meine Tiefe eingeben. Sohle soll Zero sein, also mit keinem Gefälle und auch keine Querneigung. Habe meinen Focus Point, jetzt ist Focus Point von meinem Löffel links, rechts oder Mitte, ist Mitte, aber ich habe meine linke links auf meinem Referenzpunkt und jetzt werde ich sozusagen benchen, habe hier einen Knopf, benche. Und jetzt zeigt es mir auch ein Display an, von diesem Punkt 70 cm. Jetzt kann ich graben. Beginne das Graben. Ich als Fahrer sehe immer genau, wie tief ich noch zu graben habe und um mein Solltiefe zu erreichen. Als Fahrer kann ich mir auch einen Ton einstellen oder einen Sound. Das bedeutet höher als meine eingestellte Tiefe, tiefer meine eingestellte Tiefe und meine direkte Tiefe. Ich bin ungefähr noch. Jetzt bekomme ich den Sound, dass ich zum Beispiel mein Target, meine Zolltiefe erreicht habe. Der Fahrer kann optisch oder akustisch das,
die genaue Tiefe wahrnehmen. Somit erleichtert mir als Fahrer, dass ich muss nicht immer aussteigen und selber nachmessen und habe exakt die genaue Tiefe. Nächste Möglichkeit: Auf Baustellen werde ich LKWs laden, kann ich mein Payload-System einschalten, das befindet sich hier. Geht mir wieder direkt in mein Menü, kann mir auswählen LKWs, was ich vorher eingegeben und gespeichert habe, mein Material, und kann hier natürlich auch vorher eingeben ein Zielgewicht. Für als erstes werde ich aktivieren. Okay, ist aktiviert. War etwas zu schnell. Aktiviert und sieht mein LKW. 1,37, 28 Tonnen ist mein Zielgewicht. Und somit kann ich mit meinem, unten sieht man noch meine Referenz für mein Grade Control. Und somit kann ich auch Grade Control und auch mit meinem Payload-System arbeiten. Maschine ist ausgerüstet mit Verstellausleger. Das bedeutet, ich kann auch meinen Verstellausleger nutzen, um näher an meine Maschine heranzugehen. Und hier sieht man zum Beispiel im Display, wenn ein grüner Löffel angezeigt wird, habe ich eine genaue Wiegung. Was bedeutet mir für mich als Fahrer das? Ich kann auf Baustellen optimal meine LKWs beladen. Nicht unterladen und nicht überladen. Das soll es kurz gewesen sein. Vielen Dank.